So einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt zu dem nächsten Thema möchte ich euch den ältesten Dornbehandler, Therapeuten nach Dieter Dorn, den ich kenne, vorstellen, Helmut Koch. Er lebt Dorn, ich glaube, er macht es über 30 Jahre lang. Er lebt Dorn, wir sind gut befreundet und hat das Anfang alles miterlebt, hat die ersten Kongresse miterlebt. Er hat den ersten Kongress mit Dieter Dorn hier veranstaltet. Es ist jetzt Jubiläum, 10. Dorn-Kongress. Erster Dorn-Kongress muss etwas kleiner gewesen sein, es wird immer größer und bekannter. Und man kann sehen, wenn man die Vision hat, was ein Mann oder mehrere dann zusammen machen können. Das Thema ist aber Dorn. Dorn ist, man kann sich helfen, Hilfe zur Selbsthilfe. Und begrüßt bei mir einfach Helmut Koch und herzlich willkommen. Danke. Danke. Wir machen mal so hier. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Danke, dass Sie gekommen sind zu diesem speziellen Vortrag. Es ist heute Sonntag, 10 Uhr, für viele vielleicht noch ein bisschen früh, aber irgendwann muss man ja mal anfangen. Ja, ich habe mit der Dorn-Methode begonnen. 1987 war ich mal das erste Mal beim Dieter und habe das dort bei ihm gelernt. Oder was man so als Lernen nennt. Dann habe ich erfahren, wie das so geht mit der Dorn-Methode. Und, aber ich bin nicht der älteste noch lebende aktive Dorn-Therapeut nach Dieter Dorn, sondern der zweitälteste. Der älteste, das ist immer noch Harald Fleig. Ein wunderbarer Dorn-Therapeut, der also wirklich ein tolles Händchen hat und der wirklich das in diesen vielen Jahren macht. Und er hat mir damals, 1987 oder so, die Information gegeben, dass es da im Allgäu jemanden gibt, der was macht, was er, Harald Fleig, auch schon konnte, aber ich noch nicht. Und es hat mich irgendwie neugierig gemacht, was das da ist, was der Bauer da, was man da bei diesen Bauern im Allgäu lernen kann. Und so fing das eigentlich an. Und Harald Fleig hat dann seine eigene Organisation und er macht die Dorn-Methode genauso gut oder vielleicht noch besser als ich, weiß ich nicht. Aber zumindest ist er immer noch die ganzen Jahre aktiv. Wir haben uns nur nicht geschafft, zusammen zu raufen und gemeinsam was zu machen. Dazu sind die menschlichen Wesen, wir haben ja alle ein Ego oder eine menschliche Persönlichkeit und die hat bei uns beiden nicht so ganz gepasst zum Zusammenarbeiten. Also haben wir uns in Liebe getrennt. Er hat seine Sachen gemacht und ich habe dann meine Sachen gemacht mit Dieter Dorn und mit vielen anderen zusammen. Haben wir da auch gerade noch mit Hildegard Steinhauser in den Zeiten, haben wir zusammen dann diese Dorn-Kongresse organisiert und das ging eben alle 2 Jahre. Und das ging dann 4-mal hier in Memmingen. Und nach dem 4. Mal war es so, das war ja schon 8 Jahre her, ist Dieter ziemlich stark ständig angegriffen worden von Menschen, die ihn angezeigt haben, weil er etwas macht, was man ja nach dem Gesetz nicht machen darf. Und er musste ständig immer wieder oder häufiger vor den Richter treten. Und es ist natürlich immer wieder ausgegangen, wie das Hornberger Schießen. Sie haben gesagt, der Richter hat immer gesagt, ja, Herr Dorn, machen Sie so weiter, wie Sie es machen, wunderbar. So, das ist nie was geworden, aber es hat ihn sehr genervt. Und dann hat er gesagt, die Leute, die meinen alle, ich mache diese Dorn-Kongresse. Dabei machst du das ja. Aber irgendwie greifen die mich in. Also, das haben wir gemacht, also gut, wir gehen aus Memmingen weg. Wir machen die Kongresse woanders, weiter weg, in Würzburg. Haben wir dann ein wunderbares Zentrum gefunden und haben dort zweimal, also nach 2 Jahren, Abstand 2 Jahre, diese Kongresse dort gemacht. Es war dann ganz gut, aber irgendwo war es mir dann, irgendwie hat es mir dann gereicht. Wir hatten ein Organisationsteam von wunderbaren Leuten, so 10 Leute, die das zusammen mit mir gemacht haben und uns. Und dann haben wir gesagt, nein, wir müssen woanders hingehen. Und dann kam mir so der Name Stuttgart. Stuttgart als Zentrum der Schwaben, des Schwabenlandes. Also gut, gucken wir mal in Stuttgart. Und da haben wir dann eben die, wie ist die Halle noch? Ein wunderbares Haus gefunden. Das Deutsch der Haus der Wirtschaft, ja. Und haben dort 2-mal Kongresse gemacht.
Das Haus war wunderbar und also die Architektur nicht ganz so schön wie diese hier. Ich finde hier schöner, aber das war schon klassisch schön dort und so. Aber die Infrastruktur drumherum, die Enge dort in Stuttgart und das Ganze drumherum, die Parkmöglichkeiten und das Ganze da, das war, hat uns ein bisschen arg gestört und das war dann auch nicht. Ja, und dann hat sich Dieter verabschiedet, wie das ja jeder mal macht hier. Das ist ja auch nicht so schlimm, aber wenigstens ist er gegangen. Und dann haben wir gesagt, na gut, können wir ja wieder zurück nach Memmingen gehen. Das haben wir dann gemacht. Und jetzt sind wir zum zweiten Mal hier wieder in Memmingen. Das ist dann der 10. Dorn-Kongress. Und das sind so die Highlights der Dorn-Szene hier in Europa, kann man schon sagen, im deutschsprachigen Raum, dass man sich trifft, dass man mit vielen erfahrenen Dorn-Therapeuten und Ausbildern zusammenkommt, sich austauscht, neue Pläne schmiedet, schaut, was die anderen so machen. Dafür sind ja die Workshops da und auch die Vorträge und die Ausstellung. Und so ist es eben entstanden.